Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Schultern mobil, stabil, schmerzfrei. Schön, dass du dabei bist. Mach immer so mit, wie es für dich am besten passt. Du kannst die Übung auch so abwandeln, dass es für dich am angenehmsten ist und wir werden wirklich durchbewegen, aber auch die Muskeln stärken rund um die Schultern, denn die benötigen wir, damit das Schultergelenk auch richtig sitzt. Und ganz wichtig ist die Haltung. Wenn wir nach vorne fallen, dann fallen auch die Schultern nach vorne und dann beginnt auch der Nacken zu schmerzen. Also gleich einmal aufrichten, stell dich hüftschmal auf, ungefähr auf die Außenkanten, Großzehenballen, Fersen und eine Fußlänge dazwischen Platz. Perfekt. Wichtig ist jetzt, dass deine Knie ein bisschen gebeugt sind und wichtig ist, dass du dein Brustbein anhebst. Mach das gleich nochmal. Blick in den Horizont, Brustbein heben und Brustbein senken. Und während du beim Einatmen hebst und beim Ausatmen dein Brustbein senkst, spürst du bitte in deine Schultern. Was verändert sich, wenn du hier hängst? Was verändert sich, wenn du dein Brustbein aufrichtest? Ganz besonders wichtig ist das Aufrichten. Merkst du, wie die Schultergelenke entspannen, wenn du dein Brustbein hebst? Jetzt bleib mit deinem Brustbein angehoben, die Schultern sanft nach hinten unten ziehen, die Handflächen zu mir nach vorne. Sehr gut. Und jetzt dreh nur die Unterarme wieder zum Körper zurück. Lass deine Schultern hinten unten. Sehr schön. Hier bleiben. Ein Arm oder eine Schulter beginnt jetzt ganz kleine Kreise zu beschreiben. Mobilisiere deine Schultergelenke. Und dann darfst du auch ein bisschen größer werden. Das heißt, deine Ellbogen gehen zurück. Atmen. Und dann natürlich nochmal größer und jetzt vielleicht sogar den Arm nach oben strecken, aber alles ist gut. Du kannst auch kleiner bleiben, soll natürlich trotzdem noch angenehm sein. Wirklich eindrehen, ausdrehen, letztes Mal und dann die Schulter wieder fallen lassen und vergleichen. Wie fühlt sich jetzt die bewegte im Vergleich zur nicht bewegten Schulter an? Hast du das Gefühl, dass du da aufgerichteter bist? Ich schon. Ich hoffe, du auch. Und jetzt starte mit der ganz klein. Ich mache nur immer so ein bisschen seitlich, dass du besser siehst, was ich mache. Ich hoffe, das ist auch so. Werde etwas größer. Dein Ellbogen. Das war auch bestimmt ein bisschen anders als die andere Seite. Dann werde jetzt noch mal größer und tauche hier ein, Handfläche nach außen, aber natürlich wieder in deiner Bewegungsweite. Wieder zurückkommen dann, die Arme fallen lassen, einen Moment nachspüren. Das nach oben ist schon anstrengend. Kannst jederzeit klein bleiben. Jetzt nimm beide Handflächen vorne zueinander und öffne deine Arme. Nimm einmal die rechte Hand näher an deinen Körper, die linke drüber. Schultern dürfen auch nach vorne fallen. Gut. Wieder zurückziehen, nach vorne und dann die linke Schulter. Also die linke Hand näher an den Körper und die Schultern vor. Wieder zurück und wechseln. Einmal rechts näher an den Körper, Schultern vorfallen lassen, zurückziehen und vorne schließen. Links näher am Körper, Ellbogen vor, zurück, schließen. Gleich nochmal.
dann wieder zur Mitte kommen und beide Hände, als wolltest du deine Haare kämmen, über den Kopf. Und jetzt schieb deine Arme kraftvoll zur Seite, dass die Knie immer noch durchlässig. Nochmal vor, egal wie weit das funktioniert, kraftvoll nach außen, als wolltest du zwei Wände wegschieben. Nach vorne. Gar nicht so leicht. Beweglichkeit, Schultergelenke. Halte dann die Arme außen. Stopp, Schultern tief und kreis jetzt mit deinen Armen. Geht auch tiefer. Mach Kreise und spür deine Schultermuskulatur. Vielleicht auch den ganzen Rumpf, der da dagegen halten muss. Dann kreist du nach hinten. Es wird schon schwerer. Dann halte und löse. Entspann kurz, schüttel dich ruhig ein bisschen durch den ganzen Körper. Etwas durchlockern und schütteln und rütteln. Und deine Ellbogen ganz nah am Körper nach hinten ziehen. Schultern zurück, Blick in den Horizont. Jetzt nimm die Arme vor und jetzt kommt es darauf an, wie hoch du das machen möchtest. Entweder hier oder vielleicht sogar in der Waagrechten. Die Ellbogen zurück. Vor, weit nach hinten. Immer deine Bewegungsweite. Platt. Halte jetzt hier und jetzt mach mit einem Arm ganz kleine, schnelle zurück. Das Ganze auch mit der anderen Seite. Wieder lösen, Handflächen nach oben drehen, Daumen nach außen, Schultern tief. Und jetzt öffne deine Arme, spür die Schulterrotatoren und komm wieder nach vorne. Nochmal öffnen und nochmal zurück. Mach's ruhig kraftvoll. Bauchnabel sanft nach innen ziehen, Brustbein heben, Blick im Horizont und bewusst mit deinen Schultern arbeiten. Wenn die ein oder andere Übung unangenehm ist, dann lass sie einfach aus. Spul ein Stück vor und geh zur nächsten Übung. Und wenn eine Übung ganz besonders angenehm ist, dann mach's ruhig öfters am Tag. Halte jetzt außen und jetzt stell dir vor, du schiebst den Himmel Richtung Decke und schau mal, wie weit kommst du, so ein Stück vor deinem Körper, also nicht ganz nach hinten, so ein kleines bisschen vor dem Körper. Schau, wie weit kommst du nach oben. Schultern bleiben tief und wenn du maximale Höhe hast, dann kraftvoll die Ellbogen vorne zusammenführen und wieder öffnen. Und nochmal mit Spannung. Unangenehm, dann geh ein bisschen tiefer mit den Armen. Jetzt werden die Arme schon schwerer, gerade auch die Schultern. Und noch einmal, dann löst du und
Lässt die Arme sinken. Sehr gut. Jetzt noch einmal hineinspüren, wie fühlt sich's an? Spürst du deine Aufrichtung? Deine Schultern sitzen jetzt vielleicht automatisch ganz tief hinten unten. Dann komm jetzt in die Dehnung und nimm mit deiner linken Hand dein rechtes Handgelenk und zieh's diagonal nach vorne. Schultern richtig tief ziehen. Halten. Du kannst ein bisschen höher, diagonal nach vorne, richtig raus aus der Schulter ziehen. Merkst du Dehnung? Dann wieder lösen. Und jetzt hier vorne am Oberarm, über die Schulter deine Hand gefühlt. Aber wichtig, dass der Nacken entspannt bleibt. Dann wieder auflösen. Ich komme jetzt mal rückwärts zu dir kurz, denn jetzt ist der Arm, den du gerade hier rüber gezogen hast, hinter dem Körper. Und jetzt ziehst du ihn da nochmal diagonal nach hinten runter. Vielleicht sogar auch den Kopf ein Stück neigen. Und dann wieder langsam zurückkommen zur Mitte. Ich komme wieder zu dir. Nachspüren? Unterschied? Ja, definitiv. Andere Seite am Handgelenk fassen. Zuerst aufrichten und dich hier nach unten, diagonal unten ziehen. So ein paar Atemzüge halten. Dann lösen, ein bisschen weiter. Diagonal weit ein Stück höher. Dann wieder lösen. Jetzt am Oberarm zurückziehen, die Hand rück auf die Schulter, ganz tief deine Schulter. Wieder auflösen und jetzt, wie vorher, hinter und ich mache es wieder andersrum mit dir. Diagonal nach unten ziehen und wenn du möchtest, legst du auch den Kopf noch zur Seite und spürst auch hier die Nackendehnung. Ganz langsam wieder loslassen und kurz lockern, ruhig in eine Grätsche kommen. Knie nach außen, komm im Oberkörper gerade nach vorne, eine Hand stützt, ein Arm ist hier unten und jetzt pendel mit deinen Beinen leicht hin und her, sodass dein Arm in Schwingung versetzt wird. Und jetzt bitte nicht mit dem Arm arbeiten, sondern der Körper, der gibt dir diese Richtung jetzt an. Ganz locker lassen, ganz ohne Anspannung. Im Körper den Arm in Schwingung bringen. Langsam zur Mitte aufrichten, nachspüren. Andere Seite nach vorne, gerade Rücken, aufstützen. Beine machen die Bewegung und der Arm beginnt ganz von selbst mitzuschwingen. Bestimmt auch die eine Seite entspannter und lockerer als die andere, oder? Eine Seite lässt sich immer leichter mitschwingen, finde ich. Dann wieder zur Mitte kommen, aufrichten, nachspüren.
Und jetzt hebst du eine Ferse und aus der Mitte lässt du hier die Arme jetzt nach rechts und links pendeln. Auch ganz schwer. Versuch mal mit den Armen nichts zu machen. Versuch deine Hüfte zu drehen. Versuch dich aufzurichten. Und aus deiner Körpermitte den Schwung hier holen. Pendel dich dann langsam zur Mitte ein. Stell die Füße wieder hüftschmal auf und die Arme kommen auch irgendwann zur Ruhe und nimm dich wahr. Wie fühlt sich dein Stand an, deine Haltung an und vor allem, wie fühlen sich jetzt deine Schultern an? Wir haben bewegt, wir haben natürlich gekräftigt, wir haben wahrgenommen, entspannt, gedehnt. Ich hoffe, fühlt sich jetzt entspannt an. Auch der Nacken ist vielleicht entspannter. Mich interessiert es natürlich gern, wie es dir jetzt so geht. Was du übrigens auch immer mal machen kannst, ist, tu ihm was Gutes und massier ein bisschen rund um die Schulter. So auch zwischendurch mal machen mit der flachen Hand. Einfach mal die Faszienrezeptoren aktivieren. Und wieder lösen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön. Wenn es dir gut getan hat, Spaß gemacht hat, ich freue mich riesig über ein Gefällt mir unten, über einen netten Kommentar. Vielen, vielen Dank, wenn du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen. Den Link findest du da unten. Da steht deine Unterstützung in der Beschreibung oder in den Kommentaren. Da klickst du einfach drauf und dann wählst du aus, mit wie viel im Monat du das gern machen möchtest. Vielen Dank auch an die, die es bereits tun. Wenn du willst, schau auf meinen Kanal, da sind noch viel mehr Videos. Du kannst auch immer eingeben, was dich so interessiert. Schulter-Gabi-Fastner oder Pilates-Gabi-Fastner. Gibt es auch übrigens eine ganze Playlist zum Thema. Oder Hüfte oder was auch immer du suchst, gib es ein. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du ganz einfach so beim nächsten Workout wieder dabei bist. Bis dann!